Herzlich willkommen in Paris. Herzlich willkommen im legendären Parc des Princes. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona. Das wird fantastisch. Da habe ich keinen Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Sie haben den Ball. So, jetzt Barca am Ball. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong! Und den hält er fest. Gut gemacht. Und nun Jordi Alba und Busquets. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Kylian Mbappé Lothar. Der Stegen hält. Ball ist noch im Spiel. Die wichtigste Frage für heute lautet für mich: Was kann Kylian Mbappé heute zeigen? Kann ich dir sagen? Eine Menge. Das ist der Mann für die besonderen Momente, für den Fußballzauber. Was kann der dribbeln? Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das war Pech, das ist Abseits. Icardi. Mbappé. Ball bei Cavani. Icardi. Ja, geht gut dazwischen. Könnte den Konter geben. Ja, mit viel Übersicht. Dembélé. Weiter Ball, der soll zu Suarez. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Das war gar nichts. Messi jetzt am Ball. Busquets. Unaufhaltsam Sergio Busquets. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Nun Lionel Messi. Besonders gerne scheint Lionel Messi ja im El Clasico, also im Duell Barça gegen Real, aufzulaufen. Ja, Rekordtorschütze in diesem prestigeträchtigen Duell. Aber nicht nur dort, sondern auch insgesamt in der Primera División. Und Barcelona bekommt hier den Freistoß. Spielt den Ball kurz. Lionel Messi. Das ist natürlich kein Problem für Navas. Icardi. Gueye. Cavani. Meunier. Oh, da war Druck da. Gibt einen Wurf. Nun Jordi Alba. Und jetzt ist der Ball geklärt. Barcelona über außen. Messi. Griezmann. Chance zur Führung. Und Tor. Boah, das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Sie haben die Oberhand. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Alter, macht es sich aber auch wirklich leicht. Der sagt Dankeschön. Barcelona geht hier also in Führung. Ballverlust PSG. Frenkie de Jong. Nelson Semedo. Busquets. Luis Suarez. Dembélé. Sergio Busquets am Ball. Bernat. Mbappé. Vielleicht die Konterchance. Mauro Icardi. Immer noch diese Szene. Icardi!
Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Dann nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Busquets. Uwe ist zur Stelle. Jetzt Meunier. Meunier. Uwe. Mbappé. Der FC Barcelona holt sich den Ball zurück. Idrissa Gueye. Kann er was draus machen? Da passt er auf und hat den Ball. Frenkie de Jong. Messi. Lionel Messi ist wirklich ein überragender Fußballer. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der Argentin. Frenkie de Jong. Gehalten von Navas. Noch gefährlich. Und durchatmen. Er hat den Ball. Icardi. Mbappé. Gueye. Bernat. Icardi. Und Cavani. Meunier. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Paris Saint-Germain jetzt wieder am Ball. Jetzt Neymar. Neymar, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Riesenchance Mbappé. Gute Möglichkeit, aber abgepfiffen. Die Fahne ist oben. Und Jordi Alba. Frenkie de Jong. 2 Minuten werden nachgespielt. Busquets mit dem Ballverlust. Und Neymar. Icardi. PSG verliert den Ball. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Wie siehst du die Leistung von Mauro Icardi bislang? Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte oft. Und damit rollt der Ball wieder. Barça am Ball. Busquets jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt kann er die Flanke bringen. Antoine Griezmann. Gefährlich. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Ball kommt an, gefährlich. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Barça bekommt den Einwurf. Und jetzt Jordi Alba. Sergio Busquets. Gute Aktion. Wieder zu Sergio Busquets. Sie haben den Ball. Frenkie de Jong. Unaufhaltsam. Das macht er gut. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ballverlust PSG. Schöner Steilpass.
Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Mbappé. Jetzt Ferrati. Neymar am Ball. Macht er gut. Jetzt eine gute Flanke. Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt können sie vielleicht kontern. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Da ist er frei. Er schießt, aber gehalten. Unglaublich, da waren schon alle geschlagen in dieser Situation. Nur der Torwart ist noch da und reagiert großartig. Dembélé. Lionel Messi. Er hält diesen Ball. Sensationell. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal geklärt. Frenkie de Jong. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Könnte den Konter geben. Way. PSG lauert auf die Chance. Fahne geht hoch, Neymar ist im Abseits. Und nun Busquets. Longley. Frenkie de Jong. Jordi Alba am Ball. Nun Lionel Messi. Jetzt Busquets. Und nun Messi. Ballverlust. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Barcelona verliert den Ball. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt Busquets. Nun Busquets. Antoine Griezmann. Busquets. Ballverlust Barcelona. Icardi. Mbappé. Mauro Icardi. Den Ball kann er abfangen. Super Pass von Messi. Gute Aktion. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Es ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Rückstand für Paris Saint-Germain. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Jetzt der Angriff von PSG. Der Angriff könnte was werden. Und er ist drin. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Er hat die Konzentration gefunden. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen mit dem nächsten Angriff selbst. Was für eine Moral. Respekt. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Leo Messi macht Druck. Dembélé. Da muss er aufpassen. Chance zur Führung. Das war eindeutig abseits. Richtig entschieden. Frenkie de Jong. Messi jetzt am Ball. Busquets. Lionel Messi. Messis Zuspiel landet beim Gegner. Suarez. Frenkie de Jong. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Klasse Zuspiel. Icardi. Jetzt die Chance. Ja, gewinnen sie dieses Spiel tatsächlich. Das ist unfassbar. Jetzt liegen sie hier sogar vorne. Viel Zeit ist nicht mehr. Besseres Timing gibt es ja fast nicht. Paris Saint-Germain holt sich hier die späte Führung. Und den knappen Vorsprung müssen sie jetzt irgendwie ins Ziel retten. Und das sieht jetzt nicht gut aus für Barça. Sie liegen hinten. Cavani.
Und die Flanke. Könnte was werden, aber ist eng. Jetzt können sie es entscheiden. Da ist er da und damit weiter nur ein Tor Rückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben. Marquinhos! Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Und PSG holt sich den Ball zurück. Edinson Cavani. Flanke für Neymar. Gute Möglichkeit. Weg ist der Ball. Das war's. Der Unparteiische pfeift diese Partie ab. Klasse Einstieg in diese Spielzeit. Sie haben sich gleich die ersten drei Punkte geholt. So weitermachen, dann können Sie einiges.